dass 80% der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Ich wehre den Anfängen, dass kleine, durchgeknallte Gruppen von Nazis andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört. Du bezahlst jetzt den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Mit deinem armseligen Können bist du weder mir noch der dunklen Leiter der Macht gewachsen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A, keine Chemtrails gibt, dass B, etwa 80% der Leute, die daran glauben, Nazis sind und dass es C, eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben. Wir werden nicht vergiftet und auch nicht aus Flugzeugen raus. Und tschüss.